Handverlesenes Publikum erschien zur Premiere des Musical-Welterfolgs Into the Woods im Veranstaltungszentrum Bruno in Brunn am Gebirge. Schon bei der Uraufführung am Broadway 1989 sagte man, nicht nur Kinder brauchen Märchen, auch Erwachsene. Produzentin und Musicalstar Maya Hackford bringt mit einem vorzüglichen Ensemble die deutsche Fassung für 12 Aufführungen auf die Bühne. Einen Blick über die Mauer in meinen herrlichen Garten und sagte zu deinem Vater, sie wünsche sich nicht sehnlicher. Ich wollte ein Theaterstück machen für die ganze Familie, für jung und alt. Das war mein erster Grund. Und ich gehe immer in Burg Liechtenstein spazieren mit meinem Hund. Und dann kam die Idee, um Into the Woods zu machen, weil ich gedacht habe, das ist genau richtig für hier, für diesen Bezirk, für und auch glücklicherweise für diese Zeit jetzt. Ab in den Wald, ab in den Wald, und lass es den Wald. Ja, wir sind sehr stolz, dass wir Maya Hackford hier in Brunn haben. Sie ist ja ein Musical-Star, das muss man ja so sagen. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass in Brunn ein Musical stattfindet, weil sonst käme man ja wohl nicht auf die Idee, Brunn als Musical-Standort auszuwählen. Viel Schönes gezeigt, was mir keiner zeigte davor. Es lag ab vom Pfad und ich hab mich gescheut, einmal das zu tun, was man später bereut. Ich bin das Rotkäppchen und ich möchte eigentlich am Pfad bleiben, aber dann passiert halt so viel und das Rotkäppchen, das ist so, das möchte immer Abenteuer erleben. Und das ist natürlich gefährlich, wenn man eigentlich brav sein sollte. Der Fluch betrifft mein Haus. Ich befreie mich ganz allein. Der nein, nein, das mein Haus ist doch mein Haus. Wir nein, du kommst nicht mit, Basta. Ja, wir haben ein ganz ein schlimmes Schicksal. Und zwar wurden wir verwunschen. Ich kann keine Kinder kriegen. Und das ist ein Fluch, der auf uns lastet. Den hat die Maya Hackford als Hexe auf mich geladen und wir können den Fluch nur aufheben, indem wir in den Wald gehen und ein paar Gegenstände suchen. Wir tun es fort von dem falschen Schein, fort von dem Leid, der Angst und dem Streit. Into the Woods ist ja ein Erwachsenenmärchen, aber unser wunderbarer Regisseur, der Dean, hat es echt geschafft, dieses Musical familientauglich zu machen. Und das finde ich großartig, weil es ist echt ein Familienhappening. Gerade durch die Märchenfigur auch eine Erwachsene irrsinnig schnell in eine bestimmte Emotion kommt, weil wir es alle kennen. Wir kennen es aus unserer Kindheit. Wir wissen, dass Rotkäppchen für den Mut steht. Wir wissen, dass das Verträumte, Hoffnungsvolle für Aschenputtel steht. Und das ist in alle von uns drin. Ab in den Wald, lass es den Wald.